Linkuribo ist seit kurzem bei uns spielbar. Doch ist Linkuribo das beste Link-Monster? Das schauen wir uns jetzt mal an. Falls ihr noch kein Linkuribo habt, geht einfach mal bei uns auf die Seite bei Kartenmarket, denn da haben wir noch einige auf Lager. Und wir schnacken auch nicht lange und kommen zum ersten Aspekt. Und zwar Linkuribos Pfeile bzw. Bedingungen der Beschwörung. Zurzeit gibt es eigentlich nur ein anderes Link-Monster, was vergleichbar ist mit Linkuribo, und zwar die Link-Spinne. Sie hat den gleichen Pfeil, also sie zeigt nach unten und braucht nur ein normales Monster, was eine relativ leichte Bedingung ist, aber du brauchst eben ein normales Monster. Kuribo macht es noch besser, man braucht nicht nur ein normales Monster, sondern braucht einfach nur ein Level 1 Monster. Das heißt, du kannst auch ein Effekt-Monster nehmen, wodurch du endlich auch Monster benutzt, kannst, die nicht normal sind, was im meisten Fall eigentlich immer ein Token war. Jetzt kannst du auch Nicht-Token benutzen, um ein Link 1 Monster zu beschwören, was einen Pfeil nach unten hat. Und der Pfeil nach unten ist eh eins der wichtigsten Sachen bei Linkuribo, denn nach unten willst du, weil nach unten kannst du ein weiteres Link Monster oder ein weiteres Exit, Synchro oder ähnliches halt spezial beschwören. Deswegen, der Pfeil nach unten ist mega gut, und dann noch hinzu kommt halt, dass die Bedingungen relativ einfach sind, wenn du Level 1 spielst. Und vielleicht fragen sich jetzt viele, ja, Level 1, wer spielt denn überhaupt noch Level 1 Monster? Naja, guckt man sich einfach mal an, zum Beispiel die Handtraps, da gibt es Wailer oder Lockbird. Und Lockbird zum Beispiel spielt ja quasi jeder zurzeit. Und ja, Lockbird ist Stufe 1 und so kannst du ganz einfach Linkuribo rufen. Natürlich ist die Frage, ob du das wirklich machen willst, aber theoretisch kannst du es. Aber Linkuribo spielt man ja nicht, weil man Lockbird spielt, sondern spielt man vor allen Dingen auch in Decks, die allgemein Level 1 Monster spielen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen viele Themendecks, denn viele Themendecks haben viele verschiedene Level im Deck, das heißt auch ein Monster mit Level 1. Diese Decks werden natürlich sehr gepusht durch Linkuribo und können sehr einfach darauf zurückgreifen, sei es durch ein Monster oder auch durch ein Token. Doch nicht nur durch seinen Pfeil glänzt er, sondern auch durch seinen Effekt, und den schauen wir uns einmal genauer an. Denn der Effekt ist folgender: Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deaktiviert, dann kannst du diese Karte als Tribut anbieten, das sind die Kosten. Hier wichtig mal eine kleine Einführung hier in Regeln. Alles, was vor den Silikolern ist, sind die Kosten. Ändere die ATK des Monsters deines Gegners bis zu Ende des Spielzuges zu 0. So, das ist der erste Effekt. Dies funktioniert in der Stamina Step, das heißt, dein Gegner hat kein Replay danach. Und das heißt, entweder wenn er Linkuribo angegriffen hat, ist der Angriff quasi verpufft, oder wenn er ein anderes Monster angegriffen hat, kriegt er sogar noch den Schaden. Also dieser Effekt alleine ist schon ziemlich nützlich und ziemlich gut eigentlich, und es hilft einfach, einen Angriff aufzuhalten. Und das kann manchmal ganz schön entscheidend sein. Aber der zweite Effekt ist auch noch wichtig, und da schlummert einfach extrem viel Potenzial. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, Schnelleffekt, das heißt, du kannst es immer unchain quasi. Du kannst ein Monster der Stufe 1 als Tribut anbieten. Das ist wieder Kosten vor den Silikulern. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Punkt. Du kannst diesen Effekt von Linkuribo nur einmal pro Spielzug verwenden. Das heißt also, dass ihr ein Stufe 1 Monster auf dem Spielfeld jederzeit zu einem Linkuribo machen könnt. Und ihr fragt euch jetzt, warum soll ich das denn machen? Linkuribo selber doch nur 300 ATK. Naja, zum einen, die Level 1 Monster haben meist selber auch nicht sehr viel mehr ATK. Und zum anderen ist Linkuribo ein Link-Monster. Okay, das leuchtet natürlich ein, aber wofür ist das gut? Denn es gibt viele Link-Monster, die brauchen halt Link-Monster, um sich zu beschwören. Zum Beispiel ist da World Chalice Krieger, der braucht nämlich 2 Link-Monster. Und naja, was willst du machen, wenn du nur ein Link-Monster hast? So kannst du ganz schnell einfach ein zweites Link-Monster dir aufs Spielfeld rufen und kannst so in weitere Link-Monster gehen, die halt gewisse Beschwörungsbedingungen haben. Zusätzlich, was noch zu erwähnen ist, dass Linkuribo Cybers ist. Das heißt, selbst Link-Monster, die Cybers-Monster brauchen, kann man ihn dafür benutzen. Und das ist einfach ziemlich stark. Das heißt, du kannst ihn benutzen, einfach um in die nächsten Link-Monster zu gehen. Und allein das ist ein weiterer Pluspunkt, den Linkuribo hat. Und genau aus diesen Gründen ist Linkuribo das beste Link 1 Monster, was es zurzeit überhaupt gibt. Zum einen durch seine einfache Beschwörungsbedingung, sei es durch Token oder Monster, und sein Effekt ist auch einfach top. Und dann natürlich noch der unschlagbare Pfeil nach unten, was schon reicht, um ein gutes Link 1 Monster zu werden. Das liegt auch vor allen Dingen daran natürlich, dass man dank des Pfeils nach unten ganz einfach ein extra Link erschaffen kann. Doch wenn die Karte so gut ist, welche Decks stärkt es denn? Also zum einen natürlich jedes Deck, was ein Level 1 Monster hat, beziehungsweise ein Token hat, was Level 1 hat. Denn so kannst du ihn spielen und auch rufen. Das pusht natürlich all diese Decks. Aber explizit aufs Meta-Eingang gucken wir uns jetzt mal die Decks an, wo das gut ist. Und natürlich kommen da als erstes Decks in Frage, die den Extra-Link machen können. Darunter zählen natürlich Spiral, Goki und Mermir. Alle drei Decks können jetzt den Extra-Link noch leichter machen, und zusätzlich können sie jetzt noch einfache Plays machen, da sie selber auch noch Monster der Stufe 1 spielen und können so ihre Monster recyceln bzw. in den Friedhof kriegen. Dann ist Linkuribo natürlich gut für jedes Deck, was Sündenbock spielt, und da fällt natürlich explizit
Tricks da ein. Aber wie gesagt, jedes Deck, was Sündenbock spielt, sollte auch mindestens einen Link Kuribu spielen. Das waren jedoch jetzt die offensichtlichen Decks. Wir kommen auch zu Decks, wo Kuribu hilft, aber die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und zwar Altergeist. Altergeist können eigentlich ihren Level 1 Monster schon in der Main Phase 1 selbstständig in den Friedhof bringen, um dann zu suchen. Und das ist verdammt gut, denn bisher war dies nicht möglich und dank Link Kuribu ist das endlich möglich. Aber auch Randdecks wie Cyberdrache oder Blue Eyes freuen sich. Blue Eyes verhilft es auch bei schlechteren Händen, noch was Sinnvolles zu tun, beziehungsweise durch den Steine dann auch noch ins Spiel zu kommen. Bei Cyberdrache ist es noch besser. Sie können einfach ihr Level 1 Monster sinnvoll nutzen, nachdem sie Maschinenduplizierung aktiviert haben und können dann darunter Infinity liegen, was natürlich sehr gut ist und auch sehr stark. Also kann man zusammenfassend sagen, dass Link Kuribu eine sehr gute Karte ist und auch eine sehr wichtige Karte ist. Mal gut ist sie endlich bei uns spielbar und wird wohl auch für eine sehr lange Zeit eine sehr relevante Karte sein. Also, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, schaut einfach bei uns bei Kartenmarket bei Junks Playground vorbei. Dort findet ihr nicht nur Link Kuribu, sondern auch noch viele andere Karten. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!